Hier ist Smartport TV. Versprochen ist versprochen. Hier kommt Teil 2 des Ausblicks auf das Hafenjahr 2019 zusammen mit Jens Meyer, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der Hamburg Port Authority. Wir fahren weiter zur Kühlbrandbrücke. Seit ihrer Einweihung 1974 ist sie eine der wichtigsten Verkehrsachsen im Hamburger Hafen. Der Verkehr fließt heute, das freut mich immer. Insofern, man sieht, dass diese Verbindung enorm wichtig ist für den Hafen, aber nicht nur für den Hafen, auch für den Individualverkehr, wenn Menschen in die Innenstadt zur Arbeit fahren wollen. Also bis 2035 soll oder muss die Brücke ersetzt werden aus wirtschaftlichen Gründen. Ja, wir haben immer gesagt, die Wirtschaftlichkeit ist das Entscheidende. Wir erhalten diese Brücke natürlich am Leben und irgendwann wird es natürlich sehr teuer, dieses Bauwerk am Leben zu erhalten. Irgendwann in den 2030er Jahren kippt das um, dann ist ein Ersatzbauwerk deutlich wirtschaftlicher, als diese Brücke sozusagen kontinuierlich zu renovieren. Ja, technische Machbarkeit haben wir geprüft für ein Ersatzbauwerk, Tunnel als auch Brücke in deutlicher erhöhter Lage sind möglich. Das ist erstmal die Botschaft. Wie es weitergeht, das ist natürlich nicht in unseren Händen. Wir gehen einfach weiter in möglichen Planungen, aber hier ist natürlich eine politische Entscheidung notwendig. Und insofern warten wir mal ab, wird irgendwann hier eine Entscheidung getroffen werden für ein Ersatzbauwerk und wir werden natürlich als HPA dafür sorgen, dass bis dahin der Verkehr auf dieser Brücke auch weiterhin sicher fließt. Im Hamburger Hafen gibt es einen neuen Lokservice von Ajax. Mithilfe der Lokservice-Stelle werden die Kapazitäten zur Lokabstellung im Westhafen deutlich ausgebaut. Mehr Lokomotiven können so direkt im Hafen stationiert werden. Ja, erstmal ist es toll, dass wir solche Service-Dienstleistungen im Hamburger Hafen anbieten können, denn eine Riesenherausforderung sind immer die sogenannten Lok-Leerfahrten, dass Lokomotiven aus dem Hafen verschwinden, weil sie gewartet werden müssen oder für sonstige Dienstleistungen am Ende eine lange Fahrt auf sich nehmen müssen. Und wir wollen damit diese Trassen sozusagen frei haben. Das heißt, wenn eine einzelne Lok wegfährt, dann blockiert man einen Schienenstrang. Und diese Schienenstränge wollen wir lieber für lange gefüllte Containerzüge oder Massengutzüge benutzen. Deswegen ist es eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass wir diesen Lokservice hier im Hamburger Hafen anbieten können. Das Thema Kreuzfahrt spielt auch in 2019 eine wichtige Rolle für den Hamburger Hafen. Hamburg bleibt einer der Hotspots der Kreuzfahrtbranche und gehört inzwischen zu den wichtigsten Kreuzfahrthäfen der Welt. Ja, wie wir sehen, die Sonne scheint schon wieder ein bisschen. Kreuzfahrt hatten wir eigentlich ein tolles Jahr. Wir haben Allzeithoch an dem Passagierumschlag gehabt, knapp 900.000 Passagiere. Wir werden in 2019 wahrscheinlich etwas geringere Passagierzahlen haben. Das hat damit zu tun, dass wir in der Hafen City in eine Bauphase jetzt kommen, dass dort die Terminalkapazitäten nicht mehr so zur Verfügung stehen. Und wir hoffen natürlich, dass wir dort in dem Projekt dann kontinuierlich zügig vorankommen, dass wir dann wieder auch in voller Schönheit auch auf der Hafen City-Seite Kreuzfahrtpassagiere dann abfertigen können, wenn das neue Kreuzfahrtterminal dort fertig ist. Was sind die Erfolgsfaktoren für den Kreuzfahrtstandort Hamburg? Ja, Erfolgsfaktoren für Kreuzfahrt Hamburg sind wirklich gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, dass man hier mit den Groundhandlern und den Port Agents, mit den Festmachern, mit den Lotsen, mit der Seemannsmission, mit allen Beteiligten wunderbar zusammenarbeitet, aber auch für den Passagier, für den Kunden der Kreuzfahrt hier eigentlich ein gutes Angebot anbieten kann. Und ich sag mal, insbesondere hier in Steinwerder haben wir natürlich noch eines geschafft. Wir haben das Design und die Spezifikation des Terminals gemeinsam mit den Reedereien erstellt. Das schafft am Ende optimalen Durchfluss im Terminal, sowohl für Gepäck als auch für Passagiere. Es gibt hier Platz für die Seemannsmission, dass Seeleute sich hier wohlfühlen. Und ich glaube, das sollte man auch bei allen zukünftigen Entwicklungen immer so machen, dass man gemeinsam mit den Partnern in der Kreuzfahrt Design entwickelt. Wenn wir über das Thema Kreuzfahrt sprechen, sprechen wir natürlich auch über das Thema Emissionsreduzierung. Auch dort nimmt der Hamburger Hafen eine echte Vorreiterrolle ein. Was genau passiert? Ja, wir versuchen jedes Geschäft im Hamburger Hafen ganzheitlich zu betrachten. Wir haben bereits seit längerem eine Landstromanlage in Betrieb genommen. Wir haben diesen Schritt gewagt, rechtzeitig die Technologie auszuprobieren. Wir machen hier in Steinwerder kontinuierlich ein LNG-Fueling. Das heißt, für die AIDA-Schiffe können wir hier eine kontinuierliche Versorgung mit Flüssiggas sicherstellen, dass man hier auch während der Liegezeit die Emissionen deutlich reduziert. Ich glaube, die Kreuzfahrtindustrie tut da eine Menge, um das Ganze auch weiter in die richtige Richtung zu betreiben. Und da sind wir auch im ständigen Austausch und wollen Hamburg da auch vorbildlich aussehen lassen. Die digitale Transformation im Hafen schreitet auch in 2019 weiter voran.
Der Hamburger Hafen übernimmt dabei eine internationale Vorreiterrolle, denn flächendeckend wird auf einem über 8000 Hektar großen Gebiet 5G, der Mobilfunkstandard der neuen Generation, getestet. Ja, 5G ist die fünfte Generation Mobilfunk und wir haben Gott sei Dank den Zuschlag bekommen, dieses neue Netz auszutesten für industrielle Lösungen. Wir haben eine Antenne angebracht, oben auf dem Hamburger Fernsehturm, in etwa 150 Meter Höhe, wo man quasi fast den gesamten Hafen mit ausleuchten kann. Wir haben auf diesem Schiff, auf dem wir uns befinden, auch eine Antenne angebracht, wo man einfach in einem der Use Cases testen möchte, wie funktioniert die Datenübertragung auf Bewegung oder bewegten Gütern wie einem Schiff. Kann man in Echtzeit alle Daten sicher und zuverlässig übertragen? Wo gibt es einfach Schatten, Funkschatten, wo man keinen Empfang hat? Und ich sage mal, die Lösungen, die wir anstreben, sind ja daneben noch Ampelsteuerung mobil durchzuführen. Und das Ziel ist immer wieder, sinnvolle Use Cases, Anwendungsfälle zu finden. Und hier beschäftigt uns in erster Linie ein Projekt, das nennt sich Green for Transport. Und wenn ein LKW an einer Ampel stoppen muss, dann dauert es immer enorm lange, bis er wieder anfährt. Und wir testen eben, ob wir verkehrsflussabhängig mit mobiler Ansteuerung von Ampeln den Verkehrsfluss dadurch optimieren können, dass die Ampel sieht, oh, da kommen drei LKWs hintereinander, dann kriegen die sozusagen eine grüne Welle, würden wir sagen, um sie nicht aufstoppen zu lassen. Und da sind wir schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wir sind das europäische Testbett für die neue Technologie. Ich glaube, das wird den Wettbewerbsvorteil oder letztendlich die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft bestimmen. Wir versuchen einfach, die Technologie so auszutesten, dass wir weiter unsere eigenen Tätigkeiten effizienter durchführen können, was die Instandhaltung angeht. Wir haben ein Projekt auch, Port Wings, wo wir Drohnen im Einsatz haben. In, ich sag mal, schwierigen Lagen, dass man Drohnen automatisch mit unseren Systemen verbinden kann und sich Lagebilder beschaffen kann. Aber wir wollen eben auch diesen Hamburger Hafen, der ja eben nicht nur sozusagen Schiffe fahren lässt, sondern der ein wesentlicher Industriestandort ist, wollen wir hier weiter vorbereiten auf die Zukunft, weil wir sehen in den Märkten, dass doch sehr viel mehr nachfrageorientiert produziert wird. Man muss schneller sein in logistischen und auch in Produktionsprozessen. Und da bietet, glaube ich, die Technologie 5G eine entscheidende Grundlage und ein Muss für die Zukunft, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Insofern werden wir da dranbleiben. Dranbleiben werden wir auch, versprochen, und Sie können dabei sein auf unserem YouTube-Channel, auf Instagram, im HPA-Newsletter und auf der Website. Jens Meyer, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für den Jahresausblick 2019. Haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, alles gesagt. Wie halten Sie sich dieses Jahr fit? Letztes Jahr haben Sie gesagt, Tischtennis spielen, ist das 2019 auch noch angesagt? Nein, im Moment laufe ich mehr und Tischtennis habe ich sozusagen fast an den Nagel gehängt. Ich springe nur noch ein, wenn man Not am Mann ist. Ich denke, man muss dann irgendwann auch mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Wundervolles Stichwort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. In Hamburg sagt man tschüss. Ciao.